Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Ja, wir müssen nicht hierhin, wir müssen hierhin. Wieso sehe ich eigentlich den Turm von hier nicht? Ja, wir müssen ja zum Himmelsturm. Und der liegt auf Route 131 irgendwo und das ist im Wasser. Und das ist rechts von Flossbrunn. Und ja, jetzt gehen wir halt eben dorthin. Wir müssen die Insel suchen. Also, Vasili sagt ja auf einer kleinen Insel. Das kann ja viel bedeuten. Mal sehen, ob wir es auch finden werden. Route 131, das ist gut. Mal unsere Pokémon anschauen hier. 53, 54, du bist noch auf 54 und du nachher auch noch. Und dann kommt wieder Hydro dann und dann sehen wir weiter. Ich denke mal, wir müssen hier irgendwo nach oben. Ein Topser. Mal sehen, wir setzen mal Käferbiss ein und wir hoffen natürlich, dass es reichen wird. Aber es sollte schon, es ist ja sehr effektiv. Was? Nicht sehr effektiv? Gegen Psycho ist es doch sehr effektiv. Verdammt! Hä? Ist der ist doch Psycho? Nee. Oh, ich Vollidiot. Nee. Was rede ich denn da? Der ist Wassergift, nicht Wasserpsycho. Ich Vollidiot. Oh, je. Scheiße, hat es überlebt. Au! Okay. So, und Signivore werden wir gleich mal heilen. Supertrunk. Sumpex auch. Und wir sortieren das Ganze mal einfach so. Und hier auch gleich sortieren. Wo ist das? Ah, das ist da oben, ne? So. Aha. Da bist du ja, Chrom. Wie du siehst, habe ich das Siegel, das den Weg zum Himmelturm versperrt hat, entfernt. Der Pfad sollte dich direkt zu deinem Ziel führen. Da wäre nur eine Sache. Ich kann dich erst hier durchlassen, wenn du eine Prüfung bestanden hast. Dich zu prüfen ist eine meiner Pflichten als Xeneraner. Diese Aufgabe erhielt ich einst von meinem Mentor. Ich möchte, dass du gegen mich kämpfst, hier und jetzt. Beweise mir, dass deine jetzige Stärke ausreicht, um auf dem weiteren Weg zu bestehen. Was sagst du, bist du bereit? Ja. Der hat wahrscheinlich immer noch Wasser-Pokémon und dann ist eigentlich mein Ignivor nicht gut aufgehoben hier. Xeneraner Vasili, okay. Ich hab irgendwie das Gefühl sein. Oh shit, 6 Pokémon. Sind die overpowered? 55, oh gut, sie sind auf jeden Fall höher als meine. Oh Mann, E-Tech, du wirst natürlich am besten aufgehoben hier. Aber ich setze jetzt mal Metagross ein. Schlussendlich wäre es natürlich wieder zu einfach, wenn wir einfach E-Tech einsetzen würden. Aber mit Ignivore kommen wir hier überhaupt nicht durch. Ach du heilige Scheiße. Natürlich, dass du es überleben wirst nachher. Not bad, nice. Und auch Ignore, das ist auch gut.
Mal sehen, wie weit wir kommen mit dem Sandkopfschuss. Das ist ein starkes Pokémon. Nice! Ich gehe davon aus, dass es reichen wird. Ja, sehr gut. Landa, zeig mal, was du kannst. Also Milotic hat eine verdammt starke Spezialverteidigung. Dafür ist seine Verteidigung nicht gerade die beste. Oh, willst du mich verarschen? Alter Schwede. Wieso? Wieso setzt du ausgerechnet jetzt? Bist du dein? Mein Gott. Also E-Tech, dann zeig mal, was du kannst. Ich hoffe, du bist schnell, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja. Ja, gut. Wir bleiben einfach bei Stornenschlag. Au! Tötet ihn nicht. Nochmals Schwein gehabt, eh? Stirb! E-Tech erreicht Level 55. Donner hattest du schon mal. Hast du das vergessen? Ups. Nein, du bekommst es nicht. Nichts Geringeres habe ich von dir erwartet, Chrom. Du bist wirklich ein herausragender Pokémon-Trainer. Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast. Mal tanzten sie leichtfüßig um ihren Gegner wie eine frische Frühlingsbrise. Mal trafen sie einen völlig unverhofft wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Dazu die Gestalt eines an Anmut nicht zu übertreffenden Trainers, dem jede Aktion so leicht zu fallen scheint. Du musst zugeben, dass selbst ich schwer beeindruckt war. Schreite nun fort. Finde die Wahrheit, nach der du suchst. Ich als Xenerano darf den Himmelturm nicht betreten. Ich werde nach Xenerowelt zurückkehren und darüber nachdenken, wie ich mich einbringen kann. Es tut mir so leid, dass du das Schicksal dieser Welt immer alleine schultern musst. Aber ich weiß, dass wir uns auf dich verlassen können. Viel Erfolg, junger Champ. Yeah. So, müssen wir hier mal schön heilen. Leider hat er jetzt das mal meine Pokémon nicht geheilt. Das ist natürlich schade. Hypertrank. So, gut. Alle voll geheilt. Sehr schön. Wir können weiter. Aber ich will noch speichern jetzt. So. Gut, okay, hier kommt auf jeden Fall mal nichts. Na gut. Dann gehen wir doch mal schön in den Himmelturm. Da bist du ja. Schön. Danke, dass du gekommen bist. Du bist gut, Chrom. Wirklich beeindruckend. Und weißt du was? Du hast mich so überzeugt, dass ich dir etwas schenken möchte. Etwas, das ich lange aufgehoben habe. Lass uns gemeinsam einen Blick auf das Wandbild werfen, das das Innere dieses Turmes ziert. Es erzählt die Geschichte der Menschen, der Pokémon und der Natur. Sie wurde von uns Meteoranern seit Jahrtausenden von Generation zu Generation weitergereicht. Und nun
will ich diese Geschichte an dich überliefern. Vor vielen tausend Jahren, zu Urzeiten also, durchflossen den Planeten schier grenzenlose Vorräte an Naturenergie. Protogrounder und Protokeogre lieferten sich im Streit um diese Energie immer wieder erbitterte Kämpfe. Die Menschen waren angesichts der gewaltigen Kraft der beiden Pokémon in ihrer Protoform völlig machtlos. Es blieb ihnen nichts übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Schrecken bald ein Ende nehmen würden. Zur gleichen Zeit stürzten aus dem Dunkel des Alls hoch über den Wolken unzählige Meteore auf unseren Planeten herab. Sie schlugen in die Wasserfälle einer Gegend ein, in der ein Volk von Drachen-Pokémon-Trainern lebte. So, das reicht erstmal. Das war Kapitel 1 der Geschichte. Legen wir hier eine Pause ein. Kapitel 2 bekommst du im nächsten Stück zu hören. Freu dich schon mal drauf. Ah, musste kurz pausieren. Gibt's hier keine Pokémon zu fangen? Doch. Aber anscheinend haben wir den Schutz noch aktiviert, ne? Was haben wir schon? Items? Wo bin ich jetzt? Moment kurz. Nein. Ein Lepumentas, cool. Müssen wir gleich fangen, ne? Aber das überspringen wir. Ich will hier nicht zu viel Zeit vergeuden mit dem. Okay, na klar. War ein Volltreffer. Mein Gott, das glaube ich ja einfach nicht. Nein, das ist so ein Bullshit. Immer wieder. Jedes verdammte Mal. Oh, Mann. Drachenhaut. Das könnten wir eigentlich gleich unserem Brutalander geben. Ich meine, der hat eh noch keinen Megastein. Was macht denn das? Ich denke, das ist etwas zum Weiterentwickeln. Aber keine Ahnung, für welches Pokémon. Ja, spielt ja keine Rolle. Boah. Ich will das scheiß Lepumentas fangen und dann ist gut. Und Zorbidis haben wir bereits. Natürlich so kurz zum Trainieren ist es eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also Nitro-Ladung, los! Au! Stirb! Ich frage mich jetzt eigentlich ab und zu, wir haben ja jetzt das Zorbidis hier besiegt, oder? Und was macht es jetzt? Es liegt einfach am Boden eigentlich. Ich meine, ich nehme es nicht zum Pokémon Center und sonst auch niemand. Also eigentlich ist es schon Tierquälerei. Oder so ähnlich. Das Pokémon haben wir schon. Wir dürfen jetzt hier rauf. Oh, da bist du ja. Dann kann's weitergehen. Du bist bestimmt schon auf Kapitel 2 gespannt, was? Also dann. Trommelwirbel, die Spannung steigt. Die Meteoriten strahlten in allen Farben des Regenbogens, als seien sie zum Leben erwacht. Plötzlich fuhr ein in smaragdgrünes Licht gehülltes Pokémon vom Himmel herab. Es war, als würde es vom Licht der Meteoriten magisch angezogen werden. Dieses Pokémon war Rayquaza. Rayquaza zwang die beiden Pokémon trotz ihrer Protoform in die Knie und gab so dem Planeten den Frieden zurück. Die Bewohner der hohen Region feierten Rayquaza fortan als ihren Weltenretter. Dann, 1000 Jahre später, fiel ein weiterer Meteorit aus dem All auf unseren Planeten herab. Er war deutlich größer als seine Vorgänger und bohrte beim Aufprall mit einer unglaublichen Masse ein gewaltiges Loch im Meer von Morast oder Unmorast, also ja. Diese gigantische Krater sollte später einmal den Namen Xenerovil tragen. Okay, interessant. So, damit wären wir auch schon am Ende von Kapitel 2 angelangt. Aber das war bisher alles noch Vorgeplänkel. Wenn du mehr hören willst, dann folge mir. Und da oben links war eine TM. Die müssen wir uns auch noch irgendwie holen.
Jetzt schon? Okay. Ach ja, durch den Meteorit entstand das zukünftige Xenerovil. Nach dem Einschlag des gigantischen Meteoriten suchte er eine uralte Bedrohung, die Menschen, heim. Der Aufprall hatte Risse in den Boden Hoens getrieben, aus denen nun die Naturenergie entströmte, die tief unter der Erde gespeichert war. Diese Energie erweckte Protograudon und Protokyogre wieder aus ihrem Schlaf und mit ihnen ihren alten Zwist. Was war das? Egal. Die Menschen sehnten sich nach einem Retter und erinnerten sich an die Ereignisse von vor 1000 Jahren, als das ins markgrünes Licht gehüllte Pokémon erschienen war. Doch dann geschah es. Der Meteorit, der inmitten der heutigen Xenerville eingeschlagen war, begann in leuchtend hellen Farben zu erstrahlen. Der Anblick glich einem gigantischen Schlüsselstein und ein weiteres Mal schoss Rayquaza vom Himmel herab. Rayquaza hatte das Flehen der Leute erhört. Diese waren ihm sehr dankbar und legten noch größere Hoffnung in das Pokémon. Daraufhin vollzog Rayquaza eine Wandlung. Es verschwand in grellem Licht und trat daraus in einer Form hervor, die kein Mensch je zuvor gesehen hatte. Seine neue Form war noch erhabener, seine überbordende Lebenskraft noch überwältigender. Rayquazas Verwandlung war nicht nur eine Reaktion auf das regenbogenfarbende Leuchten des Meteoriten, sondern auch auf die Hoffnung der Menschen. Hoffnung. Ein äußerlich nicht erkennbares Gefühl, das im Grunde genommen ein Ausdruck von Ungewissheit ist. Doch eben dieses Gefühl hatte Menschen und Pokémon enger zusammenrücken lassen und Rayquaza zu seiner neuen Form verholfen. Na, erinnert dich diese Geschichte an irgendetwas? Exakt. Genauso funktioniert auch die Mega-Entwicklung. Wird immer wie spannender. Und da kommt einfach so ein Pokémon. Ja, einfach mal so dazwischen kommt es, ne? Fein. Ein Ariados, geil. So, hoffen wir mal, dass du nicht gleich... Gut, Nitro-Ladung ist sehr effektiv. Egal, der überlebt das schon. Hoffe ich, zumindest. Ja, was habe ich gesagt? Auch wenn es nur sehr knapp war. Hyperball. Jawohl, sehr gut. Endlich haben wir mal wieder ein Pokémon gefangen. Es ist wirklich Ewigkeiten her, seit wir das letzte neue Pokémon gefangen haben. Käfergift. Sehr schön. Also eben, wie gesagt, irgendwo hier muss noch ein... Da wäre eine Leiter. Ich werde das mal erkundschaften, wie ich da hinkomme. Das ist von oben nach unten, glaube ich. Ja, wir werden es ja gleich sehen. Nun, die Hoffnung der Menschen hatte Rayquaza eine neue Form verliehen. Aber hat es sie am Ende auch wirklich gerettet? Rayquaza stellte sich erneut zwischen Protograudon und Protokyogre. Als sein gülden leuchtender Bart am Himmel glänzte, erhellte ein smaragdgrünes Licht die Umgebung und es zog ein stürmischer Wind auf. Das Licht und der Wind beraubten Protograudon und Protokyogre im Nu ihrer gewaltigen urzeitlichen Kräfte. Und so zogen sich die beiden Pokémon wieder zurück, das eine ins Erdreich und das andere ins Meer. Nachdem Rayquaza dies gesehen hatte, nahm es wieder seine ursprüngliche Gestalt an und stieg wieder zum Himmelszelt auf. Ein Mann von riesenhafter Gestalt aus einer fernen Region wurde Zeuge dieses Schauspiels. Er sprach folgende Worte. Delta, du kamst, geboren aus der Not des Planeten. Die Hoffnung und die Zuversicht der Menschen verbanden dich mit uns und riefen dich in diese Welt, deren Not du in Frieden verwandeltest. So kam es, dass die Meteoraner einen gewaltigen Turm errichteten, um ihren himmlischen Retter näher zu sein. Dies war ihre Art, Rayquaza und dem regenbogenfarbenen Gestein der Quelle seiner Kraft Tribut zu zollen. All ihre Nachfahren sollten die Geschichte rund um die Heldentaten Rayquazas, die sie mit eigenen Augen beobachtet hatten, erfahren. Aus diesem Grund ließen sie schließlich ein Wandbild anfertigen.
Okay. Das ist eigentlich 3. Das ist sogar 3D hier. Okay, cool. Ja, toll. Wir bespringen das mal. So. Und schon wieder. Bis gleich. So. Mein Gott, immer diese wilden Pokémon. Hallo. Gut, kommen wir nun zum Schlusskapitel. Es folgten 1000 Jahre des Friedens. Aufgrund des zyklischen Verlaufs der vergangenen Desaster ahnten die Meteoraner, dass irgendwann ein weiterer Meteorit auf den Planeten herabstürzen würde. Sie prophezeiten, dass dieser Meteorit doppelt so groß sein würde wie der vorherige und beim Aufprall den gesamten Planeten vernichten würde. Die Hüter der Geschichte grübelten lange, wie sich diese komische Krise aufhalten ließe. Sie sah nur eine einzige Lösung. Rayquaza, ihr Weltenretter, würde beschworen werden müssen, bevor der Meteorit einschlüge. Und das war's. Das ist das Ende der Geschichte von uns Meteoranern. Ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, wie sich das Glück möglichst vieler beschützen ließe. Ich habe die Kraft und das Wissen, um etwas auszurichten, also sehe ich es als meine Pflicht an, auch etwas beizutragen. Ich habe meine Vorstellungskraft bis ans Äußerste ausgereizt, um das Werk derer zu vervollständigen, denen dies nicht vergönnt war. Aha. Gut, hier können wir runter. Da unten ist der Stein. Ich komme. Wie zum... Hä? Wie zum Teufel kam ich dorthin? Ich werde das mal kurz offscreen machen. Alter, wirklich. Ich war ja hier. Ich habe probiert, hier irgendwie raufzukommen und es geht einfach so. Naja. Wen haben wir jetzt? TM64 Explosion. Kann ich zwar nichts damit anfangen, aber ja. Ist ja schön zu haben. Nice to have. Und ich habe jetzt extra einen Schutz eingesetzt, damit wir nicht ständig gegen Pokémon kämpfen müssen. Items gibt es hier wirklich kein einziges, ne? Okay. Gut, bevor wir hier weitermachen, werden wir den Part gleich hier und jetzt beenden. Und im nächsten Part geht es dann gleich hier wieder weiter, weil sonst wird dieser Part extrem lange. Also Leute, seid gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns.